Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Ab jetzt erscheint immer am 11. eines Monats eine neue Folge. Und wie in den bisherigen Folgen werde ich mit unterschiedlichen Personen ins Gespräch kommen. Und zwar mit Personen, die sich mit Themen rund um Schule und Digitalisierung beschäftigen. Ziel ist es, uns Lehrkräften eine Orientierung zu geben, wie Schule in einer Kultur der Digitalität aussehen kann. Was muss sich ändern? Was kann bleiben? Für die heutige Folge habe ich mich mit meinem Kollegen Giuseppe Burgio in einen Physikraum bei uns in der Schule gesetzt. Da hören Sie wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle SchülerInnen oder auch den Pausengong. Wir haben über Herausforderungen gesprochen, vor denen Schulen stehen, wenn sie eine Vielzahl an Tablets nutzen und diese auch verwaltet werden müssen. Je mehr Geräte es gibt, desto häufiger kommen MDMs ins Spiel. Und Giuseppe wird uns gleich erzählen, was das genau ist und wofür man sie braucht. Außerdem sprechen wir darüber, wieso es so extrem wichtig ist, dass die Personen, die sich um die Technik in der Schule kümmern, auch mit den Fachschaften direkt ins Gespräch kommen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Giuseppe, kannst du mal ganz kurz dich vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Also ich heiße Giuseppe Burgio, ich bin Lehrer für Physik, Mathematik und Informatik an der Geschwister-Scholl-Schule und auch ein bisschen an der Uni tätig im Bereich theoretische Physik. Und hier an der Schule, abgesehen von Unterrichtsverpflichtungen, bin ich mit einem anderen Kollegen für die technische bzw. Computerausstattung zuständig und insbesondere für die mobile Geräte, also für die wir in der Schule jetzt in großer Anzahl zur Verfügung haben. Was ist die größte Herausforderung? Also mobile Geräte, reden wir von Tablets und Laptops oder? Tablets, im Grunde genommen Laptops sind mobile Geräte, aber die werden verwaltet und verwendet wie normale Computer, während Tablets haben eine andere Nutzung und auch andere Anforderungen auf der technischen Seite. Ich würde sagen, so bis vor 2 Jahren hatten wir ja wahrscheinlich so, 3, 4 Klassensätze an iPads und jetzt haben wir wesentlich mehr. Was ist die größte Herausforderung, wenn man eine Vielzahl an Endgeräten in der Schule hat? Also erstmal die praktische Herausforderung, solange die Tablets, die Anzahl der Tablets überschaubar ist, dann kann man sie relativ 1:1 betreuen, gucken, dass alles in Ordnung ist, dass nichts kaputt ist, etc. Sobald die Anzahl über eine bestimmte Schwelle steigt, dann ist es für eine Person unmöglich, einfach zu schauen, dass alles in Ordnung ist, dass sie geladen sind, dass nichts kaputt gegangen ist, etc. etc. Also das haben wir jetzt hier in der Schule gelöst, indem wir Fachbereich verantwortlich haben für die tägliche Nutzung, die dann die Tablets je nachdem in den Fachräumen behalten und dann schauen, dass sie eben laufen, etc. etc. Was die richtige Verwaltung angeht, ist es jetzt kein Riesenunterschied, weil es gibt mittlerweile sehr gute Systeme, die heißen MDMs, also Mobile Device Management, und mit denen man per Mausklick sozusagen, also wenn man WLAN im ganzen Haus hat, was natürlich eine Voraussetzung ist für die Verwaltung, also mit diesen MDMs kann man natürlich die ganze Geräte verwalten, installieren, deinstallieren, Apps, Software-Updates, was auch immer man dann braucht, von einer zentralen Stelle ansteuern. Das heißt, ich muss nicht jedes iPad in die Hand nehmen und dann sagen, geh in den App Store und ich klicke das und das ein, sondern ich habe ich dann einen Rechner oder habe ich ein zentrales Tablet und kann es dort machen, das wird automatisch draufgespielt oder wie muss man sich das? Genau, da ist ein Verwaltungssystem, das ist eine User Interface, man loggt, also das System läuft auf einem Rechner als Anwendung, die ist aber von überall ansprechbar. Man hat ein Interface und mit diesem Interface kann man dann die Geräte verwalten, ein bisschen so wie andere Sachen auch. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Lösungen. Wir haben hier in der Schule
ein bisschen historisch, ein bisschen historisch bedingt, ein bisschen, weil wir das eigentlich so wollten. Eine lokale Losung, also das nennt man on-premise. Das heißt, wir haben auf einem Server im Hause diese Anwendung, diese MDM installiert. Es gibt mittlerweile aber auch Anbieter, die eine Cloud-Lösung anbieten, womit man, also wo dann diese MDM irgendwo sitzt, keine Ahnung wo, in Holland oder weiß man nicht, und eine Lehrkraft oder ein IT-Beauftragte dann die Geräte verwaltet. Also. Und also bei euch, bei uns an der Schule seid ihr das ja. Ich glaube, in dem Nachbarlandkreis oder in der Gemeinde oder in Reutlingen, in der Stadt Reutlingen, da ist es nicht die Schule, sondern da ist es die komplette Gemeinde, die dann das MDM betreut. Oder wie sieht es dort aus? Also es gibt mittlerweile auch hier in Tübingen die Möglichkeit, über die Stadt, also über den Träger, die Tablets zu verwalten. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungswerte. Wie du richtig sagst, die Nachbargemeinde hat eine längere Erfahrung und auch mehr Leute, die sich kümmern. Und das funktioniert relativ gut. Das heißt, die Schulen müssen jetzt nicht viel machen. Das wird von der IT-Abteilung des Trägers gesteuert. Hier in Tübingen ist es immer noch nicht so effizient, sagen wir so. Also das wird gerade aufgebaut. Man hofft, dass es läuft, aber die Schulen, die das nicht zentral, also die nicht in Eigenregie verwalten, haben bis jetzt immer von Kommunikationsproblemen, Geschwindigkeit in der Lösung von Problemen etc. berichtet. Also welche Vorteile hat es, wenn man das in der eigenen Schule macht? Welche Nachteile, also jeweils Vor- und Nachteile Schule versus Vor- und Nachteile Schulträger? Aus der Kostenseite ist natürlich ein zentraler Vertrag des Schulträgers sicher kostengünstiger. Die Lösungen da aus mehreren Gründen sind dann etwas billiger, weil man mehr verwaltet, also so Skalierungseffekte auf einer Seite. Und die Schule braucht keine IT-Kräfte vor Ort, die das dann machen. Also kann man nur einfach die Wünsche äußern und hoffen, dass es klappt. Die Nachteile sind eben, je nachdem, wie gut die Träger ausgestattet sind, kann das auch nicht funktionieren, also unter Umständen, weil man nicht genug Personal hat, weil man nicht schneller genug reagiert etc. Und im Schulalltag kann das bei Tablets, die sehr oft in unterschiedliche Händen in einem Tag sind, zu Problemen kommen, die dann, wenn man schnelle, also kurze Dienstwege hat, schnell zu lösen sind. Aber bei langen Dienstwegen muss man vielleicht eine Woche warten, bis jemand sich überhaupt kümmert. Auch wenn jetzt irgendwelche Fachschaften Bedarf nach Apps hat oder so, kann man, wenn es intern verwaltet wird, relativ gut und schnell reagieren. Sonst muss man einen Antrag stellen, warten, dass das gekauft wird, warten, dass das installiert wird, und manchmal können Monate dazwischen vergehen. Also ich glaube, so ganz klassisch das Klischee bei den weiterführenden Schulen ist ja immer, der Physik- und Mathelehrer ist ein Physik- und Mathelehrer oder zwei sind dann zuständig für die Infrastruktur, die digitale an der Schule. Ist so ein MDM auch für Nicht-Fachleute zugänglich? Also ich denke jetzt mal an die Grundschullehrerinnen, wo es oft eben nicht den Physiklehrer dementsprechend gibt. Kann das jemand, der sich ein bisschen einarbeitet, oder braucht das schon Kenntnisse? Mit Unterstützung von einer richtigen IT-Abteilung, ja. Also es gibt manche Dinge, die man nicht, wenn man sich nicht auskennt, nicht allein hinkriegt. Besonders bei der Erstanmeldung, also mit dem Betriebnamen von Geräten etc. Und bei schwierigeren Problemen, man muss schon ein bisschen, also sich ein bisschen auskennen und auch Lust haben, sich mit manchen Sachen auseinanderzusetzen. In der täglichen Verwaltung, wenn diese MDM-Lösungen gut installiert worden sind, einen guten Aufbau haben etc. von der IT-Abteilung im Hintergrund gut gepflegt werden, dann kann eine nicht so erfahrene Lehrkraft, die aber willig ist, schon vieles erreichen. Also
das ist jetzt nicht unmöglich. Kann man als Schule auch sagen, ich nehme gar kein MDM, also kein Multi-Device Management? Kann man machen. Natürlich ist die Verwaltung dann viel komplizierter. Man kann die Geräte einzeln verwalten. Also es gibt, wenn ich jetzt keine Werbung machen, aber wenn man iPads, also Apple-Geräte hat, gibt es zum Beispiel ein Programm, heißt Apple Configurator, was normalerweise unter macOS oder auch, glaube ich, Windows läuft, mit dem man die Geräte einzeln verwalten kann. Das würde ich trotzdem empfehlen, weil einfach freie Geräte in die Klasse zu bringen kann, also da ist nichts gesperrt, nichts verwaltet, nichts, da kann man, das kann sehr unübersichtlich und sehr unschön dann werden. Also eine gewisse Verwaltung, gewisse Einschränkungen, auch dass die Sachen eingebunden sind in Schulnetz etc. Das kann man aber einzeln machen, das ist die eine Sache, das kostet nichts, bis auf die Kosten der einzelnen Geräte, die man kauft, also 300 Euro pro Tablet oder was auch immer das kostet, sonst nichts weiteres. Oder eben die andere Möglichkeit ist, wenn es, wie schon gesagt, dass der Träger dann eine MDM-Lösung selber verwaltet und deswegen werden dann die Geräte über diese MDM-Lösung des Trägers verwaltet. Das ist die andere Möglichkeit. Wie hoch sind da die Kosten? Also bei Apple Configurator zum Beispiel oder ähnliche Einzelsteuerung sind null. Mhm. Diese MDMs, die in Cloud-Lösungen beinhaltet sind, die zum Teil aber auch datenschutzrechtlich kein Problem sind, da belaufen sich die Kosten auf 10, 20 Euro pro Gerät im Jahr oder sowas in der Art, also sind relativ überschaubar. Die teure Lösung ist natürlich eine MDM-Lösung on-premise, weil einmalige Installationskosten und Lizenzkosten für die Software bezahlt werden müssen. Das sind ein paar tausend Euro, also und plus die jährliche Lizenzen, die gibt es aber auch in der Cloud-MDM-Version, also die sind ähnlich von den Kosten, 10, 20 Euro pro Gerät pro Jahr. Die Funktionalität von MDMs ist, ich könnte sagen, ich will jetzt die Apps überall drauf haben, das wird dann automatisch gemacht. Aber was ist noch so, das, was ein MDM wirklich die Arbeit vereinfacht? Du sagtest irgendwie, man kann bestimmte Funktionen sperren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Apps installieren muss, müsste ich ohne MDM auf die einzelnen Geräte einzelne Apps mit Passwort und so weiter, dann alle über ein Apple ID etc. Das ist das eine. Das andere ist, dass nur über eine MDM-Lösung kann ich zum Beispiel bei Apple School Manager, wenn ich Apple-Geräte habe, Schullizenzen beantragen, die dann kostengünstiger sind. Das heißt, ich kann als Massenkäufer dann bei Apple antreten und andere Bedingungen haben bei den Lizenzen und ich kann die Apps auf alle Apps, also Apps auf alle Geräte auf einmal installieren oder sagen, diese Gruppe von Geräte ist für die Kunst und die kriegen diese eine App und diese andere Geräte sind für die Sprache Sprachfachschaften und die kriegen diese andere Apps. Also ich kann das sehr, sehr flexibel tun. Ich kann eben alle diese Einschränkungen einheitlich und auf einmal auf alle Geräte raufspielen, ohne dass ich auf die einzelnen Geräte gewisse Dinge dann übertragen muss. Das ist möglich, aber das dauert natürlich viel, viel länger. Ich kann die Geräte unterschiedlich konfigurieren, aber auch flexibel und immer den Überblick haben, welche Geräte gerade was tun. Also ich in so einem MDM-Fenster kann ich jetzt gerade sehen, welche Geräte gerade das neue Betriebssystem installiert haben, welche nicht. Und dann kann ich spezifisch sagen, auf diese Geräte soll das nochmal versucht werden oder soll was anderes installiert werden, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Geräte das. Also ich habe immer einen Überblick über alles. Ich kann alles zentral steuern und verwalten. Ich kann alles deinstallieren zentral. Ich kann die Geräte fernsteuern, neu starten, neu installieren, alles ohne, dass ich überhaupt an die Geräte rankommen muss. Solange sie per WLAN ansprechbar sind, dann reagieren sie. Und das ist auch interessant, wenn man Leihgeräte hat, die dann also durch den Lockdown an Schülerinnen und Schülern ausgeliehen werden oder Leihgeräte für Lehrkräfte, weil die kann ich auch ansteuern, wenn sie zu Hause sind. Wenn seine Lehrkraft für ihren Unterricht eine bestimmte App braucht und die ganze Klasse ist im Lockdown,
dann kann ich nicht an die Geräte rankommen. Aber per MDM kann ich dann die App ferninstallieren, ohne dass ich überhaupt das Gerät anfassen muss. Wie geht man mit dem Dilemma um? Auf der einen Seite, wenn man Funktionen sperrt, ist es einfacher für die Unterrichtssituation, weil die Schüler nicht so viel damit anstellen können oder irgendwas einen Quatsch machen. Auf der anderen Seite brauche ich ja bestimmte Funktionen. Also zum Beispiel das Teilen, das ist das, wie heißt es beim Apple? Das ist AirDrop. AirDrop, das kabellose Teilen von Dateien ist erstmal gut, wenn ich was einsammeln will als Lehrkraft, Videoprodukte, Audioprodukte. Aber die Schüler schicken sich gegebenenfalls auch gegenseitig was hin. Wie geht man mit dem Dilemma um? Wie restriktiv ist man bei den Funktionen? Wie offen soll also man sein? Also erstmal soll man mit den Fachschaften bzw. mit dem Kollegium darüber reden, was erwünscht ist und was nicht. Und da kann man eine guten Balance finden zwischen Einschränkungen und Freiheiten. Und auf der anderen Seite haben viele Tablet-Lösungen so Class-Management-Systeme, die dann eben von einem anderen Tablet angesteuert werden können, sodass man zum Beispiel Beobachtungstools hat oder Sperrtools, die punktuell im Unterricht eingesetzt werden können, aber nicht dauerhaft. Das heißt, ich kann in eine Klasse gehen, die Geräte austeilen und dann sagen, heute wird nur mit dieser App bearbeitet, mit dieser Mathe-App bearbeitet, und ich kann die Geräte von meinem Gerät so ansteuern, dass nur diese App geöffnet werden kann. Wenn ich das dann lösche, sozusagen, dann sind die Geräte wieder entsperrt und kann man alles machen. Oder ich kann sagen, ihr recherchiert heute, aber bitte macht keinen Blödsinn, oder und dann kann ich auf mein Gerät die Bildschirme der einzelnen Schüler sehen und dann kann ich ein Auge drauf haben, ob jemand gerade sich mit anderen Sachen beschäftigt, mit Schuh kaufen oder bei Amazon oder was auch immer beschäftigt, statt die Weimarer Republik zu recherchieren. Also. Warum ist die Rücksprache wichtig? Du sagst, man sollte es im Rücksprache mit dem Kollegium entscheiden. Weil da gibt es viele unterschiedliche Empfindlichkeiten und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und natürlich muss man diese Bedürfnisse bei der allgemeinen Einschränkungen berücksichtigen. Also es gibt Sachen, die eindeutig keine will, und Sachen, die manche Fachschaften gerne hätten und andere nicht. Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Audioaufnahme, Timer-Funktionen, was auch immer. Also es gibt Bluetooth offen oder Bluetooth nicht offen. Also das sind extrem viele Möglichkeiten, und je nach Fachschaft und je nach Unterrichtseinsatz können unterschiedliche Sachen erwünscht oder nicht erwünscht sein. Und das ist immer meiner Meinung nach einfacher, wenn man es erstmal zumindest mit einem Kreis an Leuten, die für die unterschiedlichen Einsätze eine Ahnung haben, also über die unterschiedlichen Einsätze eine Ahnung haben, und die dann sagen können, das müsste aber trotzdem drin sein und das kann ruhig weg, das braucht kein Mensch, etc., etc., weil sie nicht den Hintergrund ändern, das braucht kein Mensch, das kann ich sperren. Oder aber zum Beispiel, ob ich jetzt die Sprachwahl sperren soll oder nicht, da kann in Sprachunterricht vielleicht wichtig sein, dass die Spanischfachkraft, Lehrkraft, die iPads auf Spanisch haben will, weil im Unterricht einen Sinn ergibt. Dann muss die spanische Tastatur dran, dann muss die etc. etc. Und deswegen soll das nicht gesperrt werden. Also das soll alles besprochen werden. Und dann, wenn es klar ist, dann kann man die weiteren Einsperrungen durch diese Klassenmanagementsysteme dann punktuell haben, aber dann nicht dauerhaft. Was ist so die größte Herausforderung beim Tablet-Einsatz im Alltag, wenn man eben nicht nur einen Klassensatz hat, sondern wie viel haben wir jetzt an der Schule? Wir haben jetzt an der Schule 304 Geräte, die in jedem Tag im Schulbetrieb sind, plus noch ungefähr, wie viele noch einen ganzen Satz, so 30, 40 Geräte, die flexibel für Quarantänefälle, für zu Hause oder was auch immer verwendet werden, plus über 100 Geräte, die für die Lehrkräfte zur Verfügung stehen, teilweise als Leihgabe, teilweise in der Schule für punktuelle Einsatz im Unterricht. Genau, ganz kurz zur Einordnung, wir haben so knapp über 1500 Schüler, das heißt Geräte für
jetzt muss ich rechnen, ein Fünftel der Schüler ist im Tageseinsatz möglich. Genau. Okay. Was ist die größte Herausforderung, wenn man so viele Geräte in einer Schule betreut und dafür sorgen muss, dass sie funktionieren? Also auf einer Seite eben diese alltägliche Klein-Klein-Aufgaben, wie die Geräte müssen regelmäßig, da muss man schauen, dass keine komischen Sachen passieren, wobei mit MDMs kann man viele Sachen einschränken, also die User können nicht alles da verstellen und ruinieren, aber natürlich an eine Fantasie von Schülerinnen und Schülern ist keine Grenze gesetzt, was man da machen könnte, um eventuell Lehrkräfte zu nerven. Wir schauen, dass eben keine Bildschirme kaputt gehen etc. Also das sind diese alltäglichen Sachen und die sind sehr zeitintensiv, weil man tatsächlich die Geräte sich angucken kann. Und die einzige Lösung ist eben eine Dezentralisierung der Verwaltung. Die andere große Herausforderung sind auf einer Seite die Schulung und die Fortbildung der Lehrkräfte, um eben Perspektive zu öffnen, jenseits des Internetzugangs, was natürlich Großteil der Nutzungsdauer ausmacht, besonders in Gemeinschaftskunde oder andere Geschichte etc. etc. Also in vielen Fächern, wo man viele Recherchen machen kann und werden sie rege verwendet und benutzt und das ist auch schön. Aber natürlich gibt es auf einer Seite Möglichkeiten in diesem System zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, also die Geräte, die in der Klasse verwendet werden, zu kontrollieren, steuern etc. durch ein Lehrergerät. Und das kann natürlich sehr nützlich sein im Unterricht, aber man muss wissen, wie das geht. Mhm. Und auf der anderen Seite der Einsatz in einem erweiterten pädagogischen Kontext, also wo man nicht nur einfach Internetzugang hat, sondern Apps und andere kreative Möglichkeiten verwendet, um den Unterricht interessanter zu gestalten. Es gibt in manchen Fächern oder für manche Anwendungen schon viele interessante Apps, wie zum Beispiel in Mathematik etc., die man dann für den Unterricht verwenden kann, entweder zum Visualisieren von geometrischen Zusammenhängen oder Funktionstermen oder was auch immer, oder zur Übung, wo man einfach Apps hat, die einfach Übungen vorschlagen, die man direkt am Tablet dann löst und sofort ein Feedback, eine Rückmeldung bekommt und die Lehrkräfte auch dann nachträglich zusammengefasst bekommen etc. Also es gibt viele Systeme in dieser Richtung. Es gibt viele in anderen Fächern auch langsam interessante Sachen, aber das ist immer noch relativ wenig im Vergleich zu was möglich wäre, meiner Meinung nach. Und das liegt auf einer Seite auch an den Usern, also an den Lehrkräften, die sich natürlich nicht so viel auskennen oder vielleicht nicht immer Lust haben, neue Sachen zu probieren. Und da sind Fortbildungen und Weiterbildungen sehr wichtig, weil natürlich viele haben auch Berührungsängste mit neuen Systemen etc. Und auf der anderen Seite auch tatsächlich, dass der Markt für Schulen jetzt nicht so breit ist wie der Markt für andere Anwendungen. Also da sind nicht so viele große Firmen, die ganz viel Geld investieren, sondern sind eher kleinere Startups oder Lehrkräfte, die sich zusammentun und eine Idee haben und versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber natürlich ist jetzt immer noch in Werden und auch sehr dynamisch, aber auch sehr zerfranst und unübersichtlich zum Teil. Viele kleine Sachen, die vielleicht in einem Jahr wieder verschwunden sind. Und das ist sehr schwierig. Also vielleicht langfristig wird sich viel tun. Aber die Bücherverlagen dann sollen auch vielleicht mehr einsteigen. Das ist ein Trend, was man sieht, aber jetzt noch nicht definitiv etabliert ist. Also. Ich hätte gerne zwei Tipps oder Vorschläge von dir. Einmal, was würdest du anderen, meistens Physik- und Informatiklehrern, raten, die an ihrer Schule die Betreuung übernommen haben? Was muss man beachten, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen umgeht oder wenn man ihnen etwas beibringen möchte, das vermitteln möchte? Gibt es da irgendwas, was besonders gut funktioniert oder irgendwas, was nicht funktioniert?
Gut funktioniert immer so ein Hands-on-Approach. Also, dass man wirklich Fortbildungen organisiert, wo die Leute Sachen ausprobieren können, selber in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen können und dann mal als Lehrkraft, mal als Schülerin dann schauen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Dass man auch Sachen vorschlägt, auch im kreativen Bereich, da ist viel. Und zum Beispiel, wie man, weiß ich nicht, Animationsvideo für den Physikunterricht verwenden kann. Also so Querverbindungen, die man vielleicht nicht unbedingt sofort hat, aber die sicher sehr interessant sind. Das ist sicher sehr wichtig und funktioniert in der Regel gut, weil die Lehrkräfte dann Lust bekommen, Sachen auszuprobieren und ein bisschen auch die Angst des Scheiterns irgendwie wegbekommen. Sicher viele kleine Videos zum Beispiel oder kleine, die dann abgerufen werden können, wenn man ein Problem hat, wenn man nicht mehr weiß, wie das diese Sache geht, etc. Also alle diese Standardsachen einfach so in eine Videodatenbank, was vielleicht in der Schule liegt oder auf YouTube oder auf Vimeo oder wo auch immer, die man dann abrufen kann, auch für die Lehrkräfte, aber auch für die Schülerinnen und Schüler. Muss das selbst produziert sein oder würde man einfach auf Materialien, die man sowieso auf YouTube schon findet, zurückgreifen? Jein, also es gibt sicher allgemeine Sachen, auf die man verweisen kann. Es gibt aber natürlich viele Sachen, die dann schulspezifisch sind. Wo befinden sich die Sachen? Wie sieht es genau aus in meiner Schule, mein Tablet? Welche Apps ich da installiert habe? Das ist immer sehr schulspezifisch und natürlich sehr, das muss man vielleicht selber machen, ist aber jetzt nicht so schwer. Es ist auch wichtig, dass in jedem Fachschaft interessierte Lehrkräfte gibt, die dann einen Input und Anregungen geben können, weil man selber als eben Verwalter der Geräte nicht den Überblick hat über neue interessante, weiß ich nicht, Rechtschreibungs-App in Deutsch oder Sprach, also Apps, wo man die Aussprache in Französisch üben kann oder keine Ahnung was. Das kenne ich nicht. Und da sind sicher die jeweiligen Fachschaften gefragt. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass jede Fachschaft so ein oder zwei Leute hat, die in diese Materie auch einsteigen wollen, aus eigenem Interesse und dann regelmäßig Feedbacks und Inputs und Anregungen bringen. Mhm. Diese Dinge wären sicher sehr wichtig und man soll keine Berührungsängste haben mit den Verwaltungssysteme, weil wenn man genug Unterstützung bekommt und sei von der Firmen, also wenn man jetzt in einen Vertrag on-premise abschließt, dann haben die Firmen jede Interesse, das zu pflegen und haben gute Helpdesk, die Leute kommen her und helfen bei der Installation etc. etc. Oder man kann sich immer an ihrem wenden, wenn da Probleme sind. Oder eben beim Träger, der dann diese ganze technische Sachen übernimmt und dann die alltägliche Verwaltung kann man wuppen, lokal. Jetzt machen wir einen Perspektivwechsel. Was wünschst du dir von den Lehrkräften? Wie sollten Lehrkräfte an diejenigen herantreten, die in der Schule zuständig sind? Worauf muss man achten? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Naja, man ist natürlich an der ersten Frontlinie, weil für alle Probleme ist man sofort der Ansprechpartner. Und das ist auf einer Seite schön und interessant und auch verständlich. Auf der anderen Seite ist auch sehr, sehr zeitberaubend. Das heißt, man kann nur eben viele Sachen entweder outsourcen, wie gesagt, also die Geräte an die jeweilige Fachschaften abtreten für diese ganze und eine, zwei Verantwortliche pro Fachschaft haben, die dann die direkte Ansprechpartner sind oder viele Videos und so weiter drehen, sodass man, ein bisschen Zeit spart. Ich würde mir auch viel Neugier und Offenheit gegenüber neuen Medien dann wünschen. Und das ändert sich definitiv. Also meine Erfahrung ist, dass
am Anfang extrem viele Vorbehalte gibt, wenn man solche Medien in eine Schule einführt, mit vielen Leuten, die sagen, ich will nichts damit zu tun haben, das ist mir suspekt und das sollte im Unterricht nicht verwendet werden, weil wir haben Bücher, wir haben Kreide und was auch immer. Und wenn dann die Sachen da sind, beobachte, also ich konnte jetzt in den letzten Jahren einen richtigen Wandel beobachten und selbst Lehrkräfte, die am Anfang sehr skeptisch und sehr geschlossen gegenüber waren, plötzlich die große und freudige Anwender geworden sind. Also ich denke, vom Anfang an mit offen Kopf anzutreten und vieles und Sachen ausprobieren zu wollen. Und manche Sachen funktionieren halt nicht. Aber man sollte eben keine Angst haben, auszuprobieren. Und die Erfahrung ist, dass die Schülerschaft auch sehr dankbar ist und sehr aufgeregt immer, wenn man mit digitalen Medien im Unterricht arbeiten kann. Und in der Regel erreicht man auch Leute, die man sonst mit anderen Mitteln nicht unbedingt erreicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber das ist eine Tatsache, dass diese Generation, die jetzt digital aufgewachsen sind, auch irgendwie sehr einfacher anzusprechen sind, wenn man digitale Medien anbietet. Meine letzte Frage, im Vorgespräch hat es gesagt, es gibt manchmal so Probleme der Zuständigkeit. Ist der Schulträger zuständig? Ist das Land zuständig? Inwiefern sind das Probleme? Was tritt da auf oder kann da auftreten? Also für die Ausstattung der Schule beziehungsweise für die Geräte, die für die Schülerinnen und Schüler da sind, ist es klar, dass es der Träger, der zuständig ist. Und damals muss man oft betteln und gucken, ob Geld da zur Verfügung steht, etc. Diese digitale, also diese erste Runde letztes Jahr mit digitale Medien für wegen Corona, Lockdown etc. hat sicher viel bewirkt, dass viele Geräte jetzt in den Schulen sind. Aber zum Teil haben sich die Träger auch ein bisschen gedruckt. Jetzt rede ich vom Allgemeinen. Die passende Verwaltungssysteme etc. Also die haben nur Kisten mit iPads irgendwo hingebracht, aber keine weiteren Sachen. Da muss man richtig dranbleiben und schauen und hoffen, dass gute Ansprechpartner bei den Trägern sind, die auch die Problematik verstehen, technisch und im Alltag und die auch bereit sind, Geld zu investieren, um diese Sachen zu lösen. Bei den Geräten, die für die Lehrkräfte da sein sollten, weil natürlich, wenn man mit digitalen Medien arbeitet im Unterricht, braucht man auch als Lehrkraft passende Geräte. Da sind die Zuständigkeiten unklar, weil natürlich sind die Träger nicht die Arbeitgeber der Lehrkräfte und da gibt es immer Unklarheiten, ob und wer für solche Geräte zuständig ist. Das Land sagt, wir zahlen nicht. Die Träger sagen, wir zahlen nicht. Auch hier, letztes Mal hat sich eine einmalige, also vor einigen Monaten eine einmalige Aktion des Landes, wahrscheinlich weiß ich jetzt nicht mehr, ob da Bundesmittel auch involviert waren, um Lehrkräfte auszustatten, aber es gibt kein Nachfolgeprogramm. Das heißt, man weiß jetzt nicht, was passiert, wenn diese Geräte kaputt gehen oder neue Lehrkräfte da ist nicht so, dass man weiß, jedes Jahr habe ich so und so viel Geld zur Verfügung, um Geräte für die Lehrkräfte zu kaufen. Es gab auf einmal einen Batzen Geld und jetzt das ist weg und kommen neue Lehrkräfte und die haben nichts. Und auch der Schlüssel ist fragwürdig, das ist pro Arbeitsstunde, also pro Deputatstunde und nicht pro Kopf, mit skurrilen Sachen, dass theoretisch sollten sie drei Lehrkräfte ein Gerät teilen, wenn sie aber gleichzeitig Unterricht haben, was sollen sie da machen? Also das kann so nicht funktionieren. Also da wäre sicher irgendwelche zentrale Verwaltung, auch weil die Geräte einheitlich verwalten werden sollten, eine zentrale Schnittstelle, die sich für die ganze IT-Ausrüstung kümmert, sicher von Vorteil. Vielen Dank, Giuseppe. Vielen Dank für das Gespräch und das war interessant. Damit sind wir am Ende der 14. Folge. Ich hoffe, Sie konnten etwas für Ihren schulischen Alltag mitnehmen und hören auch bei der nächsten Folge rein, die am 11. März erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen erfolgreichen Unterricht und auch genügend Erholungspausen. Bis bald.